Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Starfield. Wir sind momentan in Aquila City und haben in der letzten Folge die Quest der Dings hier erledigt, erfüllt, der Freestar Rangers. Und ich würde jetzt eigentlich gerne mal eine andere Mission machen. Hier, Sprengzone. Eine Wache meinte, dass Mr. Tate versucht, den Leuten im Stretch zu helfen. Vielleicht kann ich ihn dabei unterstützen. Ne, ich würde vielleicht mal irgendwie... Sprich mit Alban Lopez auf Indum 1A. Später im Winter. Ein Licht in der Dunkelheit. SNN ist das Beat. Komm, wir machen wieder das hier. Wir waren schon lange nicht mehr dort. In New Atlantis. So, direkt ins Cockpit, würde ich mal wollen. Wir machen jetzt erstmal ein paar Folgen lang kleine Nebenquests. So, damit wir die auch mal erfüllt haben. Ich hoffe, du hast deinen Aufenthalt genossen. Aber jetzt weg. Ja. Wir sind im Orbit. So, erstmal wieder daran. Alpha Centauri. War mal lange nicht mehr. Will ich jetzt mal hin. Genau, das machen wir. Direkt dorthin. Durch den Handelsskill bekommst du beim Kauf und Verkauf von Items und Ressourcen bessere Preise. Ja, die haben hier aber auch echt zu wenig Geld überall. Muss ich auch sagen. Wäre mir lieber, wenn die ein bisschen mehr hätten. So. Ja, hör auf zu pfeifen. Ich glaube, ich habe nicht die Lizenzrechte dafür, für dieses Lied. Falsche Richtung, da muss ich hin. Die gute Dame wird sich freuen über die Info. Meine Quelle ist zurück. Nadja. Hat es was zu berichten? Ja, gibt's. Du hast wieder diesen Blick. Was gibt es Neues? Ich habe eine Insider-Story über den Tod von Ron Hope. Was für ein großes Fiasko. Wir haben schon andere Quellen interviewt, würden aber gerne auch deine Fassung hören. Es gab also ein Söldnerunternehmen, die First, das daran beteiligt war, Freestar Collective-Familien ihr Ackerland wegzunehmen. Erpressung, Todesdrohungen, Mord, sowas. Stimmt das? Was die First getan hat, war unverzeihlich. Deine andere Quelle hat recht. Klingt so, als würdest du mich nicht brauchen. Wer ist die andere Quelle? Die Haupttech-Vorarbeiterin Birgit? Das sage ich nicht. Ich werde meine Quelle niemals preisgeben. Wenn jemand deinetwegen fragt, kriegt er die gleiche Antwort. Deine andere Quelle hat auf jeden Fall recht. Gut zu wissen. Das ist alles furchtbar. Aber Ron Hope, der Ron Hope, war auf der höchsten Ebene darin verwickelt. Dass all dieses Leid ein Plan war, Hope-Tech durch die Nebenwirkungen eines von ihm entwickelten Düngers zu retten. Laut den anderen Quellen hast du Ron Hope umgebracht. Stimmt das? Ich habe Ron Hope erst getötet, als er mich bestechen wollte. Und das war nicht mal das Schlimmste. Mr. Hope hat es nicht anders verdient. Er wollte die ganze Sache vertuschen, das konnte ich nicht zulassen. Ich trage die Ranger-Marke, ich habe nur meinen Job gemacht. Ich trage die Ranger-Marke und habe nur meinen Job gemacht. Ich habe Ron Hope erst getötet, als er mich bestechen wollte, und das war nicht mal das Schlimmste. Und all das Geld hat letztendlich nichts genutzt. Nach all dem steht die Zukunft von Hope-Tech in den Sternen. Der Aktienwert ist schon gesunken und könnte durchaus in den freien Fall übergehen. Kommentar? Wer weiß, in welche Skandale Hope-Tech noch verwickelt ist. Das muss dringend untersucht werden. Trotz allem, was Ron Hope getan hat, ist Hope-Tech eine großartige Firma. Sie wird das überstehen. Ich bin nicht für Ron Hopes Angestellte zuständig, nur für die Gerechtigkeit. Ich habe nichts weiter zu sagen. Ich glaube, Hope-Tech ist schon eine gute Firma, nur Ron war das übel.
Ich persönlich drücke allen dort auch die Daumen. Danke. Das wirst du auf jeden Fall in den Nachrichten hören. Und versuch vielleicht keine CEOs mehr kalt zu machen. Ich wollte ihn nicht kalt machen. Ich wollte ihn eigentlich festnehmen, ja? Autsch. Gut, aber wir haben jetzt wieder eine Quest fertig. Machen wir mal noch eine andere. Ein Licht in Dunkelheit haben wir immer noch aktiv. Aktivitäten. Was haben wir hier unter Aktivitäten? Sprich mit Sora im Immobilienbüro Aphelion. Sprich mit Kommando Tuala. Mit Tuala haben wir auch lange nicht mehr gesprochen. Hat der wieder was Neues? Im Mess District, da bin ich jetzt auch neugierig, ob da was Neues gibt. So, auf jeden Fall über uns. Jo, ruckel, ruckel. Bin aber wirklich neugierig, ob der jetzt was Neues hat. Genau, Vanguard. Ich bin jetzt kurz auf den Namen nicht gekommen. Sieh mal einer an. Das ist mal was Neues. Ich hatte noch nie einen Bürger der Klasse 1 in meinen Reihen. Glückwunsch, Captain. Danke, Mann. Ist mir eine Ehre. Ich will eigentlich nur abholen, was man für die Klasse 1 Sache bekommt. Kannst du mir sagen, was ein Bürger der Klasse 1 ist? Das ist eine riesige Ehre. Den Titel bekommt man nur, wenn man wirklich Großes für die Colonies leistet. Ich bin erst zweimal einem begegnet und habe noch nie eine Befehle erteilt. Du kannst stolz auf dich sein. Danke, Commander, ist mir eine Ehre. Ich kann nichts dafür. Das hast du dir selbst zu verdanken. Ich habe schon einmal alle deine Klasse 1 Vorzüge aktiviert. Du bekommst ab sofort auf alle UC-Waren und Dienstleistungen einen Rabatt als Dank für deine Dienste. Und die Credits müssten genau jetzt auf deinem Konto sein. Aber um in dein Penthouse zu gelangen, musst du zum Immobilienbüro Aphelion. Die sollten dir Zugang gewähren können. 12.000 Credits einfach so, das ist unglaublich groß. Schön, dass die UC Fleiß und Einsatz belohnt. Ich würde lieber Motoröl trinken, als in New Atlantis leben, aber wenigstens stimmt der Preis. Wo ist denn dieses Immobilienbüro? Es ist auf der anderen Seite der Plaza, bei den Botschaften. Such nach dem Aphelion-Schild. Okay, das ist unglaublich großzügig. Die oberste Etage wollte dir zeigen, wie sehr sie deine Arbeit zu schätzen weiß. Aber nachdem das alles geklärt ist, wird's Zeit für eine neue Mission. Es gibt normale Vanguard-Missionen, bei denen du deine Flugkünste nutzt, um den UC-Raum zu verteidigen. Du kannst aber auch der TMD helfen, Terrormorphs zu beseitigen. Ach, und Dr. Walker will, dass du mithilfst, biologische Proben zu sammeln, um Ausschau nach neuen Alien-Bedrohungen am Horizont zu halten. Ist okay. Eine dieser Missionen was für dich? Ich würde gerne auf eine Vanguard-Mission gehen. Ich habe bisher erst eine gemacht. Terrormorphs jagen klingt spaßig. Ich würde gerne erstmal personal mit diesen neuen Alien-Bedrohungen helfen. Ich habe meine Pflicht getan, Command. Ich brauche mal ein bisschen Abstand von Aliens. Komm, machen wir das. Ja, stimmt wohl. Aber das können wir ja jetzt beheben. Ich sende dir die Koordinaten jetzt. Okay. Laut Bericht haben Schiffe an diesem Ort auf ein UC-Raumschiff gefeuert. Du bist autorisiert, tödliche Waffen einzusetzen. Alles klar. Zeugen sagen, die Angreifer waren Varun-Schiffe. Du solltest Varun? Also deine stärksten Waffen mitnehmen. Jagd, Captain. Jo, alles klar. Ich würde aber mal dann das mit diesen Dingens hier machen. Erstmal den ganzen Kleinkram. So, nicht mit Percival sprechen, sondern sprich mit Zora im Immobilienbüro Aphelion. Suchen wir das mal. Also, wenn wir jetzt eine Hütte haben, hier, würde ich gerne wissen, wo das ist. Wenn wir in New Atlantis wohnen können. Das ist Aphelion.
Quatschen wir mal. Zora Sanguini? Sieh mal einer an. Wenn das mal nicht das neueste Mitglied der Bürgerklasse 1 der UC ist. Du hast dir hier schon einen Namen gemacht. Tatsächlich möchte sich die Obrigkeit mit einer der schönsten Immobilien der Stadt für deinen aufopferungsvollen Dienst bedanken. Dankeschön. Das ist ein erstklassiges Penthouse, ganz oben im Mercury Tower. Die beste Lage in New Atlantis, wenn du mich fragst. Was meinst du? Es dauert nur einen Moment, dir das Eigentum zu übertragen. Okay, ich bin interessiert. Wunderbar. Es wird dir gefallen. Ich finde, es ist eins der besten Apartments in der Stadt. Kann ich auch selber einrichten oder ist es schon fertig eingerichtet? Alles erledigt. Dein neues Heim befindet sich im Mercury Tower, im Wohndistrikt. Mercury Tower Wohndistrikt. Du wirst es lieben. Die Raumaufteilung ist wunderbar und die Aussicht einfach unschlagbar. Du besitzt nun eine Immobilie. Man sieht sich bestimmt in der Stadt. Mercury Penthouse Schlüssel hinzugefügt. Baumaterialien wurden zum Schiffsfrachtraum hinzugefügt. Was? Okay. Jetzt, ist er dort aktive jetzt gerade? Suche dein neues Penthouse in New Atlantis. Wir haben hier eine Hütte jetzt, okay. Die will ich mir ansehen. Wenn wir hier jetzt Bürger der UC sind, warum nicht? Also, habe ich hier einen Kaffee mitgebracht? Ich habe das Gefühl, heute wird ein schöner Tag. Findest du nicht auch? Wie läuft's? Manchmal frage ich mich, ob mein Freund und ich zu viel Geld für Terra Brew ausgeben. Aber irgendwer muss es ja trinken, was? Das glaube ich. Was kannst du in New Atlantis empfehlen? Kommt drauf an. Was soll's sein? Essen oder shoppen? Boah, Essen eigentlich. In dem Fall gibt es eine Menge Möglichkeiten in New Atlantis. Dawn's Roost dürfte das schickste Lokal sein. Die Steaks dort sind perfekt. Aber wenn ich ehrlich bin, gehe ich lieber zu Chunks. Mein Freund und ich lieben beide Terra Brew. Okay, wie sieht es mit Läuft aus? Nicht übel. Hab neulich eine Packung Stifte gefunden. Echt erstaunlich, was alles so liegen bleibt. Wie läuft's? Echt super. Meine Chefin hat mir gestern gesagt, ich sei eine der besten Hausmeisterinnen, die sie je eingestellt hat. Tut gut sowas. Okay. Wie läuft's? Hab heute Erbrochenes aufgewischt. Das vierte Mal diese Woche. Wie läuft's? Weißt du, heute ist einer dieser Tage, wo ich einfach nur an Essen denken kann. Vielleicht führt mein Freund mich ja später zu Chunks aus. Okay, jetzt haben wir alles Komm durch. Bald wieder. Ja. Gut, dann wollen wir jetzt mal unsere Hütte mal ansehen. Wohndistrikt. Jetzt bin ich neugierig, wie das aussieht, wie, ob wir das auch einrichten können. Und wie wir das einrichten können, wenn wir das einrichten können. So. Mercury Tower da vorne. Ja, so. So, Penthouse. Das Penthouse haben wir. Habe ich das irgendwie vercheckt, dass wir das Penthouse haben? Ah, okay. Das ist also meine Hütte. Was haben wir hier? Alter, das wird mein Arbeitszimmer. Das wird definitiv mein Büro. Hier Wohnzimmer. Mit offener Küche. Boah, die Küche sieht auch mega aus. Was gibt's hier? Kühlschrank unten. Kühlschrank oben. Okay, machen wir wieder zu. Wir haben aber auch eine Terrasse. Beziehungsweise Balkon eher gesagt. Yo.
Das ist mega, dass man so weit rausgucken kann. Das sieht für mich irgendwie aus wie so eine Tür. So, was haben wir hier? Das ist das Badezimmer. Boah, hier ziehe ich dann mit Sarah ein. So. Das könnte das Schlafzimmer sein. Mit hier auch nochmal eine eigene Terrasse. Das wird dann das Schlafzimmer sein. Da kann. Boah, ich sehe sogar mein Schiff von hier. Das wird das Schlafzimmer sein. Hier. Ich ziehe hier mit Sarah ein, definitiv. Mit eigenem Badezimmer für Sarah und mich. Finde ich mega. So, und da gab es noch zwei Räume. Was haben wir hier? Okay, Waschraum. So, würde ich sagen. Würde ich nennen. Oder hier könnte das Büro sein. Hier könnte das Büro sein. So, dekorieren. Nice, okay. Herstellung, Möbel. Was kann ich machen? Nee, das nicht. Das auch nicht. Nee. Nope. Nope. Gibt's doch sicher bessere Möbel, oder? Hier Betten. Fangen wir erstmal mit den Betten an. Das. Für den Anfang vielleicht erstmal das. So. Ja. So, Schlafsack, nope, kein Schlafsack, Tisch. Behandlungstisch, nee. Kaffeetisch würde ich vielleicht machen. Oder warte, Konsolentisch, Schreibtischabtrennung? Nee. Schrank, so ein ja, solche kleinen Schränke. Oder warte, sowas vielleicht hier? Es muss schon auf dem Boden sein. Dann Wandschrank. Nee, Regale. Wandregal. Ein Kühlschrank haben wir. Was gibt's hier? Lagerkisten. Wandmonitor. Nee, kann ich so nicht drunter machen. Okay. Machen wir mal ein hierhin und noch mal einen hier neben. So. Fußmatte. Doch bessere. Ein Straßentrockner? Nee. Ein Gerätewagen. Wozu ein Gerät? Eine Sackkarre. Ein Mülleimer. Vorratskiste? Nee.
Weiße Tafel Boden, Diagnosegerät, Tischmonitor, Kaffeemaschine. Ja, da fehlt mir Lichtmittel, okay. Ein Wasserkühler? Nee, ein Becken. Toilette haben wir. Toilettenpapier, Handtuchhalter, Pflanzen. Würde ich hier ein paar hinsetzen wollen. Ah, komm. Bisschen gerade. Und dann nochmal so. Nein, komm. Drunter, daneben. Nein. Nochmal so und nochmal so. Noch ein bisschen, komm. Ach so, komm, egal. Und den hier nochmal hier hin. Komm, noch ein bisschen. Aber ich finde, das sieht so gut aus. Also Topfpflanze, Hängepflanze, Wandteppich. So, was gibt's hier noch? Anzeigen. Datenslate-Anzeige? Nee. Aber hiervon vielleicht. Ich würde die hier machen. Einmal. Komm, da können wir. Können wir einen so machen. Und einen direkt daneben. Nicht ausreichend Ressourcen, was? Nein. Okay, was können wir sonst noch machen? Auftragsbörsen? Haben wir nicht genug. Herstellung könnten wir nur eine industrielle Werkbank machen, aber... Wollen wir das? Soll ja ein richtiges Zuhause sein hier. Ja, komm, wir machen es hier mal ein bisschen gemütlicher. Machen wir sowas hier und sowas hier. Ach, nicht genug. Okay, na super. Aber ich würde mal einen großen Tisch nehmen wollen. Oder sowas. Machen wir sowas hier. Oder warte. Ne, irgendwie der sagt mir mehr zu. Und dann können wir das hier noch dazu packen. Aber wir müssen das hier noch ein bisschen weiter ausbauen. Ein bisschen besser machen, definitiv. Ach, die können wir so aneinander setzen. Warte mal. Nein, das war jetzt falsch. Dekorieren. So. Den löschen. Den nochmal löschen. So, Konsolentisch. Den nochmal. Den nochmal. Ui, der sieht sogar nochmal besser aus. Aber die können wir uns nicht mehr leisten. Hier wäre die Ecke jetzt perfekt.
Könnten wir so darin weiter ausbauen. Aber jetzt fehlt uns Aluminium. Keine Schreibtischabtrennung. Kühlschrank auch nicht. So. Aber hier eine Dartscheibe können wir auf jeden Fall machen. Hier irgendwo, dann. Ich glaube, hier wäre es, oder? Oder hier wäre cool. Dass man dann hier mal zusammen da zocken könnte. Ne, ich will schon klassisch hier. Schild Warnung. Achtung, Gefahr. Brennbares Material. Sperrgebiet. Nur für Befugte. Nee, die brauchen wir nicht. Aber Poster können wir machen. So, Butcher's Best. Clean Up. Terra Brew. Laser Love. Komm, wir nehmen das hier mal. Hat was auf jeden Fall. Dann hier Muzzle Me können wir auch noch irgendwie so ein bisschen Poster hier hinhängen. So für Filme. So ein bisschen Feuer. Blue Harvest. Sieht auch interessant aus. Könnte ein Film sein. Use the broom if necessary. Die können wir aber nicht drehen, okay. Dann hier. Ah, okay, mehr kann ich nicht machen. So, Wandmonitor können wir aber einen machen. Will ich hier einsetzen? Oh, und Bilder können wir auch noch machen. Das sind auch coole Bilder. Also ich glaube, das könnte eher Sarah interessieren hier. Straßentrockner brauche ich nicht. Und Warnkegel auch nicht. Vorratskiste. Ein Diagnosegerät könnten wir nicht machen. Waschbecken brauchen wir jetzt nicht extra. Aber Topfpflanzen. Wir können hier noch ein bisschen Deko machen. Gucken wir eine hier hin. So eine hier hin. Nicht ausreichend Ressourcen. Nein. Ich glaube, das reicht fürs Erste, oder? Das müsste fürs Erste reichen. So, gehen wir mal runter. Dann schauen wir mal, welche Quest uns noch offen ist. Also haben wir mal ein bisschen unsere Hütte ordentlich gemacht. Vanguard, sichere Himmel. So, erstmal das können wir wieder, ein Licht in der Dunkelheit können wir wieder zumachen. Sprich mit Catherine Lusen, sprich mit Saburo Okadigbo, sprich mit Borealis. Wir bringen die Slate an Dr. Charlie Flynn in Cydonia. Hier müssen wir besuchen Wladimirs Haus, bringe eine Terra Brew Cappuccino zu Donna Rain.
Hier müssen wir mit so vielen Leuten reden. So, aber wir fahren jetzt erstmal nach Cydonia. Ich war mitten im Match. Genau dann sollte ich. So, Raumhafen, genau. Ich glaube, nach Cydonia jetzt zu fliegen, würde jetzt am meisten Sinn machen. Ist ja eine der nächsten Sachen. Und von Sard und Yumi gab es jetzt, glaube ich, auch ein Weilchen nichts mehr, oder? Was ich eigentlich mal machen könnte, wollen würde, willst du irgendwas abladen? Die Hand sollen wir was reparieren? Ich würde mal meine Schiffe sehen und modifizieren wollen. So, hier können wir ja 5 Crewmitglieder nehmen. Hier auch. Der ist sogar ein bisschen besser. Schiffsbilder. Ich würde den aber mal von der Farbe her mal komplett ändern wollen. Achso, warte, nein. Alles wählen erstmal und jetzt Farbe. So, genau. Ja, und hier dann auch knallrot machen. Würde ich den hier mal auswählen wollen, nutzen wollen. So, Sättigung erstmal ganz voll. Komm. Ich wollte schon sagen, warum hat das jetzt ewig gedauert? Warum dauert das jetzt so lange? Das dauert jetzt echt ewig. Ja, komm, noch ein bisschen. So. Das würde ich annehmen wollen. So. Behalten wir das auch erstmal so bei. Annehmen. Und machen wir das mal. Du hast jetzt ein neues Heimatschiff. Dein vorheriges Heimatschiff wurde deiner Flotte hinzugefügt. Um an die zurückgelassenen Schiffe in deiner Flotte zu gelangen, wendest du dich in einer beliebigen größeren Stadt an einen Schiffswartungstechnik und lässt dir die Schiffe in deinem Besitz zeigen. Anschließend kannst du die Schiffe deiner Flotte durchschalten und Heimatschiff anlegen auswählen, um ein Schiff zurückzuholen. Ich würde gerne meinen Schiff ansehen. Klar, nur zu. Aber nein, das wollte ich nicht. Zeig mir bei deinem Angebot. Dir gefällt. Nope. Phalanx? Der sieht cool aus. Aber ist jetzt nicht das, was ich haben will. Aber ist wirklich ein cooles Schiff. Privateer. Hoppla. Alter, der sieht auch krass aus. Klasse B ist das auf jeden Fall. Shieldbreaker. Finde ich immer noch am besten. Auch Klasse B, aber... Naja. Stroud Eklund hat es auch. Okay.
Warte mal, jetzt muss ich hier Star Eagle, die Besatzung. Crew. Star Eagle, Star Eagle. Riesiger Fan, nicht zugewiesen. Sam Coe, Star Eagle, Sarah Morgan, Star Eagle, Vasco, nicht zugewiesen. Das will ich mir jetzt mal ansehen, das Schiff. So, da geht's raus. Und hier geht's auch nochmal nach oben. So, dann würde ich sagen, wir holen uns Sarah auch wieder als Begleiter. Ab jetzt. Ist nur die Frage, wo finden wir sie? Ach so, hier sind sie jetzt erstmal alle zum Quatschen. Okay, erstmal mit den allen quatschen, Andrea. Deine Ermittlungen mit den Freestar Rangern sind beendet. Stellt das Ergebnis dich zufrieden? Es ist insgesamt eine sehr unschöne Sache. Niemand kann damit zufrieden sein. Wenn man eine Situation überlebt, kann man sie als Erfolg werten. Ich habe es hinter mir, das ist alles, was zählt. Es ist insgesamt eine sehr unschöne Sache. Da hast du wohl recht. Für diesen Ron Hope, angeblich ein Mann des Volkes, war Profit wichtiger als Menschenleben. Da war er nicht der Erste und er wird auch nicht der Letzte sein. Ja, das ist das Traurige. Er war ein Monster, das steht fest. Geld kann das Schlimmste in Menschen wecken. Da stimme ich auf jeden Fall zu. Er glaubt, er würde nur tun, was nötig ist. Man muss ihn dafür respektieren, dass er die Initiative ergriffen hat. Überrascht dich das? Ne, Geld kann das Schlimmste aus den Menschen wecken. Zumindest kann er niemanden mehr ausbeuten. Ich weiß nicht, ob der Tod der Gerechtigkeit vorzuziehen war, doch zumindest ist es vorüber. Und es ist klar, wer die Schuld trägt. Er hat genau das bekommen, was er verdient. Ich wollte es nicht, doch er ließ mir keine Wahl. Eine feine Art, sich eine Ranger-Marke zu finden. Naja, er hatte mir keine Wahl gelassen. Eine sehr schlechte Entscheidung seinerseits. Vielleicht eine Lektion für andere, die gegen das Gesetz verstoßen wollen, während du Ranger bist. Die Ranger können von Glück reden, mich zu haben. Stell dir vor, was ich als Ranger alles abziehen kann. Es ist außen vorbei. Blicken wir nach vorne. Sehr pragmatisch. Ja, tun wir das. Ja, würde ich auch sagen. Auf jeden Fall nach vorne gucken. So, Sarah. Hey. Hi. Hast einen Moment? Sarah? Nein, nicht Stuhl, Sarah. Ron Hope war wirklich unglaublich, oder? Er war ein widerwärtiger Drecksack. Eigentlich hat er mir leid getan. Ich habe keine Sekunde mehr an ihn gedacht. Eigentlich hat er... Er hat mir schon leid getan. Nee, eigentlich nicht. Wenn ich ganz ehrlich genau überlege... Der hat das halt... Ja, er war ein widerwärtiger... Widerwärtig ist noch zu nett. Unschuldige Leben waren ihm völlig egal. Sie waren für ihn nur eine Zahl in einer Tabelle. Es ist niederträchtig und schändlich. Das sehe ich auch so. Ron Hope hat eine große Last zu tragen. Ich bin froh, dass es vorbei ist. Ja, zumindest ist die Situation geklärt. Es wäre himmelschreiend ungerecht gewesen, ihn laufen zu lassen. Es wäre schrecklich gewesen, Bestechungsgeld anzunehmen, um seine Verbrechen zu ignorieren. Leider sind nur die... sind nur der Lebensunterhalt und das Wohlergehen aller Hope-Deck-Mitarbeiter gefährdet. Ganz ehrlich, es war nicht Ron Hope schuld, dass Paxton Hall zu weit gegangen ist. Wenn man bedenkt, was ich getan habe, überrascht es mich sehr, dass du es gut heißt. Stimmt eigentlich auch. Natürlich heiße ich es gut. Wäre ich an deiner Stelle gewesen, ich hätte genau dasselbe getan. Du hast richtig entschieden. Ich bin stolz auf dich. Wenn mich das Ganze eines gelehrt hat, dann ist das die Tatsache, dass Geld nicht alles ist. Ich weiß immer noch nicht, ob es nicht ein Fehler war. Hoffentlich verstehen auch die Menschen, die nun ihre Jobs bei Hopetech verlieren. Ich weiß... Naja. Hör mal. Ich weiß, dass solche Entscheidungen nicht leicht sind. Ich war selbst schon in dieser Lage. Aber glaub mir, du hast das Richtige getan. Aber jetzt habe ich dich lang genug belehrt. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Hallo, Captain.
Ja, Sarah? Hast du was für mich? Können wir aufbrechen? Schön, du bist zurück. Dann mal los. Ja, ich... So, mit wem muss ich noch reden? Nach vorne. Barrett. Wo bist du gerade hin? Oh. Wir haben hier jetzt Gefängniszellen. Ja. Computer benutzen. Türsteuerung Status geschlossen. Tür öffnen. Tür wird geöffnet, abgeschlossen. Das sind jetzt Gefängniszellen. Status offen. Da geht's noch weiter nach oben. Barrett? Wenn das nicht unser Ranger ist. Jo, hoffentlich moin. Wechselst du nicht die Seiten. Diese Abzeichen zu tragen ist eine Ehre. Nee, ist nicht mein Stil. Auf keinen Fall, aber die Marke behalte ich trotzdem. Machst du mir ein Gegenangebot? Heb dir das für später auf, Barrett. Ah, ne, auf keinen Fall. Die Marke behalte ich trotzdem. Ist hier irgendwo Karneval? Sieht aber gut aus. So oder so bin ich froh, dass er weg ist. Hauptsache, er wird nicht überleben, aber ich muss das trotzdem tun. Es war ein Monster. Er war ein Monster. Diese Farmer hatten Gerechtigkeit für ihn. Er konnte sein Blutgeld nicht annehmen. Es war ein großartiger Unternehmer, doch davon konnte er sich nicht mehr erholen. Ja, ich konnte sein Blutgeld nicht annehmen. Hättest du schon. Aber du hast es nicht. Das kam für ihn vollkommen unerwartet. Darum gehörst du zur Constellation. Das war eine harte Entscheidung, Captain. Aber ich bin stolz auf dich. Hey, wenn du mal Zeit hast, plaudern wir. Was willst du? Kann ich dir irgendwie helfen, Captain? Hast du was für mich, Barrett? Ja, hier. Sieh dir das mal an. Schinken-Käse-Sandwich hinzugefügt. Danke. Und was mit dir? Was gibt es? Hast du etwas Interessantes für mich, Andrea? Das habe ich. Es gehört ganz dir. Credits 341. Nice. Mhm. Wiedersehen. Die gibt mir einfach so Credits. Was haben wir denn hier? Die Galaxie ist zu groß, um immer am selben Fleck zu bleiben. Sam? Die Freestar Ranger. Du hast ihre Drecksarbeit gemacht. Und mehr. Was war das für ein Gefühl, die Marke zu tragen? War ein tolles Gefühl. Die Arbeit hat Spaß gemacht. Das Ranger-Dasein ist nichts für mich. Das ist eine ziemlich komplexe Frage, würde ich mal sagen. Von außen betrachtet. In den Videos sieht das immer so simpel aus. Aber in Wahrheit ist der Job alles andere als simpel. Ich hatte nie das Bedürfnis, Ranger zu werden. Zu viele Ranger versuchen zwanghaft die Welt in Schwarz und Weiß einzuteilen, was Quatsch ist. Ron Hope zum Beispiel, der Typ ist eine Legende. Polvo hatte früher keine Zukunft, keine Hoffnung. Er wollte nur die Jobs seiner Mitarbeiter retten. Dafür sorgen, dass Hope Tech in der gnadenlosen Welt der Megacorps überlebt. Ron Hopes Erfolge sind wirklich beeindruckend. Ich glaube, Ron Hope ging es nur um Macht und Gier. Die ganze Situation mit ihm ist kompliziert. Klingt, als würdest du ihn richtig bewundern. Es ist schon sehr kompliziert gewesen. Ja, das ist sie leider. Schwierige Entscheidung, das mit Ron Hope. Es hätte sich nicht richtig angefühlt, sein Schweigegeld zu nehmen. Aber ich frage mich schon, was ohne ihn aus Hopetown wird. Menschen sind gestorben. Hope muss für seine Taten bezahlen. Hoffentlich besteht die Firma das. Ich hätte nicht mit mir leben können, wenn ich das Bestechungsgeld angenommen hätte. Hätte ich schon, aber ich würde sagen, die Zeit wird das zeigen. Ist wohl so. So viel Spaß es als Ranger auch macht. Ich hoffe, du konzentrierst dich ab jetzt auf die Constellation. Es gibt in der guten alten Milchstraße noch viele Mysterien zu entdecken. Ja, und das glaube ich auch. So, wer fehlt denn noch? Vor allem, ich würde hier eigentlich auch gern noch ein bisschen mehr sehen wollen. Vor allem, ich würde gern wissen, was das hier eigentlich für ein Raum ist, den wir hier eigentlich haben. Wie man den nennt. Hier geht's sonst nirgendwo weiter. Hast wir du haben was jetzt... Gutes gelesen? Hier gibt's niemanden mehr, aber da gab's noch einen Weg nach oben. Hier. Da will ich wissen, wo das hinführt, was hier oben gibt's.
Okay, hier geht's jetzt erstmal wahrscheinlich raus. Das ist die Docking Station, gehe ich mal von aus. Was haben wir hier? Ah, das Kapitänszimmer. Mit meinem Bett. Nice. Navigationskonsole? Ja, brauchen wir jetzt nicht benutzen, aber okay, hier oben, das ist meins. Und hier haben die ihre Zimmer, Betten, wie auch immer. Gibt's noch eins für die? Oder pennen die hier? In den Zellen. Ich bimmel es irgendwie sehr viel. Sehr. Oh, 154 Credits. All diese Sachen mit dir rumschleppen? Medipacks auch noch. Ich arbeite hart, Captain. So, gibt's hier noch mehr? Ey! Wer hat mich geschubst? Der kleine Mädel hier. So, gibt's hier noch mehr, was ich brauche? So, ich will das wissen, also. Plutonium haben wir auf jeden Fall. Ich habe wirklich so viel Krams mitgenommen. Unglaublich. Also, Hallo. Selber Hallo. Müssen wir wieder alles verkaufen, wahrscheinlich. Und ich muss von mir hier ein paar Sachen auch noch mit da reinpacken. Das weg, das weg. Ranger Auto brauche ich nicht, Soldat first. Ja, ich bin lieber der Weltraumschurke. Sonstiges. Habe ich denn sonst Waffen? Ah, okay. Hier, das. Die können weg. Das kann weg. Das. So, dann haben wir jetzt wieder ein bisschen Platz. Nein, das wollte ich jetzt so nicht. Frag mich, gibt es eigentlich hier auch nochmal größere? Also ich meine jetzt nicht mit größer, wo mehr Passagier-Leute rein können, Schiff. Wir sind startklar. Hey! Okay, der ist cool. Der ist sehr cool. Der gefällt mir. Vom Fliegen her. Vom Stil. Apogeum Finale. Wir sind im Orbit. So, EM hat das? Alter. Ich
glaube, EM brauche ich jetzt nicht so viel. Aber mehr Laser. Für hier nochmal. Hier nochmal drei. Packe ich hier nochmal zwei hin. Oder warte. So. Und dann ab ins Sollsystem. Und wir müssen mal schauen, dass wir das hier auch mal ein bisschen aufrüsten. Vielleicht auf eine Stufe B oder C. Ein bisschen bessere Waffen und so weiter. Navigationscheck passt. Wir sind am richtigen Ort. Du befindest dich im UC-Raum. Kurs beibehalten, während wir nach Schmuggelware scannen. Erledigt. Willkommen auf dem Mars. Yo, ich muss das vielleicht auch mal umsortieren hier mit den Dingern. So, zur Karte einmal. Auf nach Sidonia, ja. Und dann landen wir da mal. Der Überzeugungsskill verbessert die Chance, den Gesprächspartner von deiner Sache zu überzeugen. Wir müssten wirklich mal alles irgendwie... Also... Boah, ich weiß nicht, wie wir das mit den Skills hinkriegen sollen. Wenn wir schon hier sind, sollten wir beim Exchange unsere Vorräte aufstocken. Okay, können wir machen. Ich muss jetzt nur einmal die Slate hier abgeben. Irgendwo. Warte mal, kann ich mit Sarah nochmal irgendwie intensive Gespräche führen eigentlich? Oder kommt da immer noch dasselbe raus? Sarah? Wie kann ich dir helfen? Hast du was Gutes für mich? Hab ich tatsächlich. Hier, bitte. Pigmente hinzugefügt, danke. Dann also nichts Neues. Kann man hier überhaupt Beziehungen führen? Hallo. Waylon Parker. Warst du schon mal auf Aquila? Die Security-Uniform hat so, Dr. Charlie Flynn. Ich mache nichts anderes, als die Folgen von leicht vermeidbaren Arbeitsunfällen zu korrigieren. Lass mich raten. Du hast dir bei der Arbeit mit einem Cutter aus Versehen den Daumen abgesäbelt und ich soll ihn wieder anbringen? Wie bitte? Passiert sowas denn oft? Nein, ich will nur reden. Nein, das ist nicht, das nicht. Aber ich brauche deine medizinischen Dienste. Nein, aber ich habe ein paar Schusswunden, die geflickt werden müssen. Nein, siehst du, Daumen ist noch dran. Komm, das mache ich. Ein Glück. Was ist es dann? Ein anderer Arbeitsunfall? Zermalmte Zehen, eine fiese Schürfwunde, Erfrierungen? Entschuldige. Ich gehe meistens vom Schlimmsten aus, weil fast alle meine Patienten wegen absolut vermeidbaren Unfällen kommen. Ich weiß, Leuten zu helfen ist mein Job und ich mag ihn, aber ein bisschen vorsichtiger könnten sie in den Minen schon sein. Ich bin Dr. Flynn. Was kann ich für dich tun? Ich habe eine Lieferung von der Klinik. Oh, super. Ich nehme dir die Sachen ab. So, ist alles in Ordnung? Dich scheint irgendetwas zu nerven. Scheiße, mache ich etwa echt den Eindruck? Ja. Naja, bin wohl einfach von der Arbeit genervt. Auf dem blöden Planeten hält sich einfach keiner an einfachste Sicherheitsregeln. Ständig heißt es, Dr. Flynn, mein Arm ist ab oder ich habe Erfrierungen. Wenn du dir vielleicht mal die Zeit nehmen würdest, dich vernünftig anzuziehen, würdest du nicht deine Finger verlieren, du Idiot. Entschuldige, aber ich würde einfach gerne mal einen grippalen Infekt behandeln, statt immer nur grauenhafte, aber vermeidbare Unfälle. Kann ich nachvollziehen. Wenn es hier so übel ist, warum machst du dann nicht woanders eine Praxis auf? Was meinst du, warum es hier so viele Unfälle gibt? Das habe ich mich auch schon oft gefragt. Ich habe einige Theorien. Die Ausrüstung soll nicht in bestem Zustand sein. Das ist sicher ein Faktor.
Aber ich weiß auch, dass unter den Minern große Konkurrenz herrschen kann, weil ihre Boni davon abhängen, wie sehr sie ihre Quoten übertreffen. Was dazu führt, dass manche Dummköpfe sämtliche Sicherheitsvorkehrungen einfach außer Acht lassen und alles tun, um ein klein wenig mehr Ertrag rauszuquetschen. Es ist alles ein einziger Mist. Weißt du, das sage ich jetzt seit ungefähr 10 Jahren. Irgendwann höre ich mal auf mich und mache eine Praxis auf einer schönen, sicheren Welt auf. Heirate vielleicht jemanden. Ich wäre deutlich glücklicher. Aber ehrlich gesagt ist die Bezahlung hier herausragend und die ganzen Idioten beschäftigen mich gut. Vielleicht kann ich stattdessen früh in Rente gehen. Okay, ich brauche Hilfe, Doc. Mal sehen, was du hast. Oh, das ist ein schwerer Fall von... Weißt du, ich erspare dir die Details. Es ist nicht gut. Wir müssen handeln. Okay, heile meine Wunden. Oh, gut. Das dürfte ausnahmsweise mal ein leichter Fall sein. So, du bist entlassen. Pass ein bisschen auf die Stelle auf, damit sie verheilen kann. Was war jetzt genau? Wir sehen uns. Hatte ich... Was hatte ich? Ich würde es gerne wissen. Ich habe jetzt das in Kauf genommen, aber keine Ahnung was. So, ich guck mal, hat eigentlich hier der eine, Wo ist die Trade Authority hier? Ist er unten? Geh auf den Mars, hieß es. Bezahlung ist super. Wo ist die Trade Authority? War die nicht hier? Da ist er. Lass dir Zeit. Hey. Suchst du was Bestimmtes? Ich würde gerne dir meinen Scheiß verkaufen. Ja, ich würde dir gerne meinen Scheiß verkaufen. Aber gucken wir mal, was er hat. Den haben wir. Haben wir. Der gefällt mir irgendwie mehr als der Aeon. Komm mal, Tech Aeon. So, Anzüge, hatte hier was Cooles? Nope. Rucksäcke, hat er hier was Cooles? Nee. Der hat aber keine Helme. So, dann kann ich ihm wahrscheinlich... ...mein Scheiß hier verkaufen. Nicht von hier jetzt. Vom Schlüsselinventar. So, alles weg erstmal. So. Ah, ich habe Munition da. Okay. Kann ich auch nicht mehr verkaufen. Toll. Der ist jetzt wieder pleite. Den behalte ich mal. Den behalte ich auch. Das brauche ich nicht. Da brauche ich nicht. Weg. 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 Ja, komm. Er ist pleite. Wir sehen uns. So, dann würde ich sagen, in der nächsten Folge machen wir die nächsten kleinen Quests hier. Wir haben hier noch einiges. Den will ich jetzt nicht haben. Aber wir machen die kleinen. Hier haben wir so viele Leute, die wir noch anquatschen müssen. Und vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deus. Und ciao!